geschnitten. Unterwegs bei strahlendem Sonnenschein sind wir. Aber nicht, wo es hingeht, weil das wissen nur wir zwei und Chantal weiß es nicht, wo es hingeht und ihr weiß auch nicht, wo es hingeht. Also lasst euch mal überraschen. Wir haben heute 30. September. Draußen haben wir 19 Grad, also rund 20 Grad und wir sind gestartet. Erster Zwischenstopp nach gut 300 Kilometer. Die Hunde müssen auch mal pullern. Zum Samstag, es geht mit dem Verkehr, auch mit den Rastplätzen Richtung Norden. Also, und vom Wetter her passt auch, 24 Grad. Nee, sitzt nicht. Was? Viola, es ist kalt. 60 Kilometer vom Ziel. Die Mädels spielen Kopf. Die Mädels spielen Kopf. Ich wünsche mir Herz. Autobahn ist nach wie vor frei. Hier ist besser geworden. Geschafft. 516 Kilometer und wir sind da. Anfahrt auf den geplanten Platz. Mal sehen, ob noch was frei ist. So, wir sind da, im Hintergrund stehen wir. Jetzt gehen wir mal hier an den Kassenautomat und schauen mal, was wir bezahlen. Wir können nachbuchen, können wir alle mal noch. Okay. Ja. Wohnmobil. 80 verfügbar. Und Beleg? Beleg? Ja. Jetzt kommt Beleg. Nach unten abziehen. Jetzt wird gedruckt, Beleg. Wir haben jetzt gebucht, Ankunft 18.21 Uhr. Und da haben wir jetzt 24 Stunden, ne? 24 Stunden Zeit. 30 Euro. Inklusive allem. Ne? Wir schauen uns das mal an. Wir zeigen euch den Platz sowieso mal. Bis gleich. Aber ganz weit. Hier sind nämlich Hühner. Der Stellplatz, wir werden das auf jeden Fall nochmal mit einblenden hier unten drunter. Der Stellplatz, wo wir stehen. 30 Euro alles inklusive Strom. Das ist aber jetzt nicht zu unseres. Ist zwar schön angelegt in Terrassenform. Wir haben Toiletten, Abwasser, Frischwasser und so weiter. So, Nachteil auf dem Stellplatz, das ist so hier wie Dauercamper noch angerichtet, wie wir sehen können. Und zwischendrin sind die Wohnmobilstellplätze, also das ist wahrscheinlich hier auch gestartet. Ja, und so stehen wir. Die
Wie wir sehen können, hier die Plätze, die sind geschottert, sind also fest, ist also kein Problem. Die sind nummeriert, also gut steht mir schon. Wart hier oben Kneipe, das werde ich euch dann noch mal zeigen und dann passt das. Hier haben wir Frischwasser, verschiedene Anschlüsse, das finde ich mal ist eine gute Idee. Wir haben einen vorbereiteten Schlauch, verschiedene Adapteranschlüsse schon mit drei Hähnen hier vorbereitet. Hier haben wir Chemietoilettenentsorgung. Auch für größere Wohnmobile kann man reinfahren und entsorgen. Und hier haben wir Abwasser. Die Abwasserentsorgung bzw. Grauwasserentsorgung ist hier. Also man kann schön drauf fahren und das passt. Ja, hier haben wir Sanitärgebäude, Duschen, WCs, Männlein, Weiblein und eine Gaststätte und daneben ein Spielplatz. Es ist jetzt ziemlich voll hier, weil hier LMC Wohnmobiltreffen ist, also LMC Club Wohnmobiltreffen ist hier. Deswegen ist es auch hier recht voll zurzeit. Hier haben wir den Stellplatz. Für uns geht es jetzt weiter. Das war ja nicht der geplante Platz, wo wir hin wollten. Das war der Ausweichplatz, weil der geplante Platz voll war. Wir melden uns gleich vom neuen Platz. LMC Club Treffen. Na, das ist ja was. Schön. Ja, das ist hier schön. Ja. Ein bisschen mit Musik und so, kein Buffet. Ja. Finde ich gut. Ist eine gute Idee, ne? Und hier haben wir überall solche Hütten stehen. Das ist wie Imbiss, da ist ein Tisch drin und Bänke. So, wir fahren jetzt wieder raus hier aus dem Platz. So, wir sehen hier, gegenüber haben wir eine Tankstelle. Eine gelbe Tankstelle, gelb-rote Tankstelle. Und die Einfahrt zum Stellplatz ist videoüberwacht mit Kennzeichenerkennung. Mal sehen, ob wir rauskommen. Aber ich denke mal schon. Wir sind 500 Meter weit gekommen bis zum ersten Fischkutter und schon gibt's Essen. Oh hier, guck mal. Ja. Jetzt gibt es Essen. Wir waren nämlich heute im, wo waren wir heute? Spiele, im Spielepark. Wonniland. Im Wonniland. So, Chantal räumt den Tisch her. In die Wuffs. Oh, Fiola in der Küche. Oh, lecker. Schaut. Es regnet.
Und regnet. Es regnet, aber es hat gerade erst angefangen. Wir sind noch gerade so rein. Jetzt wird es mehr. So. Da waren wir heute, im Hafen waren wir heute. Im Vieh drin. Das wollte auch mit kosten. Hier, gib mir die Flasche her, die lege ich hier beim Nachbarn unter das Wohnmobil. Das ist ein Wohnmobil. Pass auf, pass auf, da ist Öl und Balsamico drauf, dass du nicht verrutscht. Hier sitzt du jetzt auf meinem Sitz. Ja! Warum sitzt du jetzt auf meinem Sitz? Weil ich jetzt auf deinem Sitz sitze. Wohnmobilpark Westhafen. Hallo liebe Wohnmobilfreunde, wir stehen in Wismar im Wohnmobilpark Westhafen. Es hat heute geregnet. Heute Nachmittag hat es angefangen. Das ist der Wohnmobilhafen Westhafen. Den kennen wir ja schon. Wir wollen es euch bloß noch mal zeigen, weil hier ist einiges erweitert worden. Hier fahren wir rein. Heute ist der Platz belegt. Ihr fahrt einfach rein, sucht euch einen Platz. Wir haben hier hinten eine Erweiterung, was jetzt neu ist. Ganz hinten haben wir noch eine Erweiterung. Das zeigen wir euch noch hier hinten. Gleich, wenn ihr den Platz befahrt, habt ihr auf der rechten Seite Müll- und Wertstoffentsorgung. Dann könnt ihr auch hier Gasflaschen tauschen und die Fähr- und Entsorgung gleich daneben. Hier haben wir einen schönen Grauwassergulli. Die Toilettenentsorgung. Hier haben wir auch zwei Entsorgungsmöglichkeiten. Fremdentsorger bezahlen hier 3 Euro. Normal ist im Preis inklusive und die Frischwasserentsorgung. Da haben wir hier 1 Euro, 10 Cent, 10 Liter, ganz normal. Hier haben wir den Automat zum Anmelden. Man bekommt hier eine Guthabenkarte. Da kann man Guthaben aufbuchen. Da bezahlt man nochmal Pfand für diese Karte. 5 Euro Pfand, die kann man dann zurückerstattet. Duschen haben wir hier auch. Das muss man mit dazu buchen. Das haben wir ja nicht gemacht, weil wir es ja drauf haben mit auf dem Wohnmobil. Also buchen wir das in der Regel auch nicht mit hier dazu. Und hier haben wir nochmal den Stellplatz. Das ist der bekannte Stellplatz, wie es schon die ganzen Jahre war. Und hier hinten haben wir jetzt die Erweiterung, dass ihr das mal seht. Hier ist die Erweiterung. Da passen jetzt hier auch nochmal ca. 10, 15 Wohnmobile drauf. Also es sind 10, 15 Stellplätze. Hier haben wir jetzt unsere Reihe, so stehen wir. Ihr seht es auch hier rechts und links Keile. Das ist hier leicht abschüssig, also würde ich auf jeden Fall Keile hier drunter legen. Am Platz habt ihr natürlich auch Strom und ihr seht es natürlich, hier wird natürlich der Strom überall hergezogen. Wir stehen direkt hier an der Stromsäule. Hier stehen wir. So, wir haben keinen Strom dran, weil wir es nicht brauchen. Aber ihr seht natürlich, hier wird natürlich überall von jeder Himmelsrichtung mit Verlängerung Strom gezogen. Die Plätze sind ein kleines bisschen uneben, aber wir haben es ausgeglichen mit Keile. Gegenüber ist es ein bisschen extremer. Ja, das ist der Wohnmobilpark Westhafen. Wir haben bezahlt 15 Euro. Alles weitere extra wird hier drauf gebucht, wie Strom und Duschen etc. Das könnt ihr dann hier einbuchen. Ihr haltet eure Karte hier ran. Dann wählt ihr eure Nummer aus, wo ihr eure Dose eingesteckt habt. Und dann habt ihr hier ein Guthaben drauf. So schaut es dann aus. Und dann könnt ihr hier Strom ziehen. Ich denke mal 60 Cent die Kilowattstunde, wenn ich richtig gelesen habe. Dürfte mich aber auch irren. Mit
diesen Bildern der nächsten Videos. Verabschieden wir uns erst einmal bei euch. Vielen Dank für eure Daumen nach oben. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Solltet ihr es noch nicht getan haben, freuen wir uns auf ein kostenloses Abo von euch. Und wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, tschüss.